Leute, ich kann gar nicht verstehen, wie man so konditionslos sein kann. Eben noch der totale Trubel am Kloster, dass man hier noch so ein bisschen im Hintergrund durch die Büsche sieht. Und jetzt, 100 Meter weiter, ist es super ruhig hier und ein wirklich beeindruckendes Gebirge. Schon bei der Anfahrt guckt man nur, wenn wir jetzt mal da oben hochgucken. Ich weiß nicht, ob man es im Gegenlicht sieht. Diese nackten Granitfelsen. Nee, die Kamera kann das nicht einfangen. Diese nackten Granitfelsen, die hier überall wie Finger hoch stehen, das ist super beeindruckend. Ja, heute Morgen noch zu Hause, um 1 gelandet und um 2 oder 2:30 auf meinem ersten Wanderweg hier in der Sierra de Montserrat. Und es wird stufig. Also ich traue meiner Kamera nicht. Ich weiß immer nicht, ob die aufnimmt oder nicht. Hier habt ihr die Felsen. Und hier bin ich so einen Treppensteig hochgekommen. Und ich weiß gar nicht, ob das eben gefilmt hat. Auf jeden Fall keine Ahnung, wie viele Treppen ich noch muss. Es ist so mystisch hier, weil die Wolken ziehen auf und die ziehen jetzt hier so über die Bergspitzen. Im Hintergrund donnert das so ein bisschen. Es ist aber warm und wir sind jetzt hier auf so einem schönen Trail entlang des Flussbettes unterwegs. Oder wir, ich bin allein, mein Pferd ist ja nicht dabei und meine Hunde auch nicht. Ganz ungewöhnlich. Oh, vielleicht kann ich mich auch noch mal zeigen. Komplett erschöpft, weil es ging eben richtig schön bergan schon. Aber so ist es nun mal. Wo es rauf geht, geht es auch runter und da geht es auch wieder rauf. Jetzt bin ich an dem Finger gleich angelangt, den ich von unten gesehen habe. Da ist es ein bisschen dunstig. Und hier hätte man die erste Aussicht, aber die fiesen Wolken ziehen auf. Da hinten haben wir noch eine kleine Kapelle im Hintergrund. Hört ihr es donnern? Und da kommen wir. Ziemlich steil. Und da kommen wir jetzt hin gleich. Ja, so ein kleiner Follow-me-Round in meinem winzigen Hotelzimmer. Also das Bett passt rein. Und hier ist aber auch ein Schrank. Und ich habe eine Dusche, was auch ganz schön ist hier. Und das Ganze kostet mich 26 Euro. Das ist günstiger als ein Zeltplatz. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Das Einzige, was ich vermisse, ist hier die Möglichkeit, Wasser warm zu machen. Das heißt, ich kann mir jetzt kein Teechen kochen. Aber was sehr geil ist, wenn man hier rausguckt, im Hintergrund, kann man die Berge sehen, die zerklüfteten. Also das ist schon cool. Ja, ich bin gestartet um 9 auf einer relativ vielbegangenen Route. Es ist Samstag, hier sind viele Kletterer und Jogger, Sportler, Wanderer, Bergsteiger unterwegs. Aber jetzt verläuft es sich so langsam, wo wir auf die Single Trails kommen. Thank you.
Na, das sind mal Stufen hier. Also rauf finde ich das ja noch ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie ich da später runterkommen soll. Und wieder am Schnaufen. Und glatt sollten die Steine hier auch nicht sein. Leute, ich kann gar nicht verstehen, wie man so konditionslos sein kann. Ich bin hier zwar schon richtig hoch, aber gefühlt, warte mal. Na ja, gut, 2 Kilometer und eine Dreiviertelstunde unterwegs. Aber ich bin echt am Ölen. Und ich habe mir jetzt eine schwarze Route ausgesucht. Mal gucken, ob ich das schaffe. Sonst muss ich irgendwie umkehren, wenn das zu schwer ist. Aber ich wollte heute den Vormittag hier am Berg verbringen und nicht schon nach 2 Stunden wieder gemütlich am Auto sein. Mal sehen, was auf mich erwartet. Hier sieht man was ganz Cooles. Da auf der Westseite unten, da liegt das Tal komplett im Nebel. Und dann bin ich heute Morgen gestartet und habe gedacht, oh, das ist ja ein furchtbares Wetter. Und dann gehen wir hier rum auf die Ostseite und da haben wir keinen Nebel und richtig schönes Wetter. Und hier über uns türmen sich aber auch schon so ein paar kleine Wölkchen. Ihr hört mich keuchen. Bei ihm so ein Kletteranstieg und ich bin schon aus der Puste. Das muss echt besser werden. Ach je. Leute, jetzt nicht im Ernst. Hier hoch. Oh. Wir gucken erst mal die Aussicht an da vorne. Wow. Sehr, sehr geil. Und sehr, sehr steil, wie es hier runtergeht. Kann man es sehen? Wie cool. Also Leute, keine Ahnung, was mich noch erwartet, aber diese Aussicht hier, die ist einfach mega geil. Also da hat sich schon gelohnt, diese Kraxelei hier rauf. So cool hier. Wahnsinn. Ich bin total geflasht. Also hier hoch kann man nur, wenn man einigermaßen kraxeln kann, weil man muss da so an so einer seilversicherten Passage muss man sich am Seil quasi so einen Felsen hochziehen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Also Leute, ich hatte rettende Engel. Dieses schmale Felsding musste ich runter. Und oben waren Kletterer, die haben mir Gott sei Dank ein Seil gehabt. Sonst wäre das echt, oh, krass
geworden und ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen normal hier weitergeht. Oh je, das war eine mega Aussicht hier. Und wenn man das jetzt mal ranholt, da ganz, ganz unten laufen Leute und die höre ich hier oben, obwohl das richtig weit weg ist. Das hole ich auch noch mal ein bisschen ran, damit ihr den Ausblick hier besser sehen könnt. Also, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Kraxelei. Wobei das hier natürlich alleine eigentlich so ein bisschen eine Hausnummer ist, weil ja, die Kamera gibt sowas nicht her, aber hier sind so diverse Abgründe und von da unten komme ich her und es ist ein stetiges Bergauf und Bergab hier und hier geht es jetzt weiter. Ein mega Platz, wenn man viel sehen. Aber die Katalanen haben sich hier verwirklicht, glaube ich. Boah, es ist sowas von geil hier, die Aussicht. Schade, dass es ein bisschen diesig ist. Wir sind hier auch direkt an so einer schönen Klippe, die hier runter geht. Aber man kann hier wirklich toll in die Berge sehen. Ich bin ganz geflasht und hier geht's so am Abgrund weiter, aber der Weg ist breit genug. Also nicht so, dass ich jetzt Bedenken hätte, dass mir was passieren könnte. Ich habe jetzt diesen Berg mit diesem Kopf umrundet und da sind doch wirklich Free Climber drauf. Huch, unfassbar, oder? Guck mal, über was für ein Überstand die, obwohl vielleicht sind sie auch auf der Rückseite, wo es nicht so übersteht, hochgeklettert. Und das geht richtig hoch, das sieht man von dieser Seite gar nicht so. Und es kommen wieder Wolken auf. Vorhin war das noch alles wolkenlos und jetzt, das ist auch ein witziger Felsen da mit diesem Kopf drauf, da denke ich immer, wenn sich da mal einer gegenstemmt und den darunter kullert, aber der ist so riesig, dass das höchstens ein Erdbeben könnte, dann wäre es allerdings unwitzig. Die habe ich im Hintergrund hier. Das Tal ist immer noch im Nebel, die haben heute noch gar keine Sonne gehabt. So, damit ich auch mal wieder aufs Foto komme, völlig erschöpft hier. Und ich muss hier gleich auch noch wieder runter. Das heißt, ich bin noch nicht am Ende. Und vielleicht muss ich auch noch durch das, was ich da eben drüben gefilmt habe, wieder rauf. Mal gucken. Schnauf, jetzt gibt es erstmal eine Birne zu essen. Obwohl wir September haben und eigentlich in Spanien dann immer alles sehr ausgedörrt ist, gibt es hier einige immer grüne Bäume und das sorgt dafür, dass der Weg hier schön schattig und grün ist. Ja, wir gucken mal nach oben. Noch ganz oben. Hauptsache über uns fällt jetzt nicht irgendein Felsen runter. Und da geht's ins Tal. Ich gucke mir diese Felsen an, die mega hoch sind und da bin ich irgendwie durchgekraxelt. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Aber jetzt sieht der Weg gut aus hier. Und ja, so ein bisschen Aussicht haben wir auch. Ein bisschen diesig, aber man kann wirklich weit gucken. Und ich muss sagen, so diese Aussicht von hier, die macht irgendwie Lust auf Meer, auf wirklich Wandern,
auch vielleicht mal Langstreckenwandern in Spanien, weil hier so viel bewaldete grüne Hänge um mich drum sind, dass es doch irgendwie so aussieht, als könnte man hier wirklich super auch eben autark mit Zelt wandern. Was sicherlich schwierig wird, ist immer einen schönen Zeltplatz zu finden, der nicht mit Steinen besät ist. Aber es sieht irgendwie richtig cool aus. Zehn Meter weiter kommt man um die Ecke und sieht dann das hier. Es ist einfach mega hier. Das sind so Sachen, die finde ich so schön. Ach. Ich bin wieder an so einer coolen Stelle. Hier über mir ragt dieser Kopf über den Weg, den man so von der Straße aus sehen kann. Und da vorne in dieser Felsspalte habe ich heute Morgen gestanden und nach übelster Kletterei runtergeguckt. Und jetzt stehe ich unterhalb davon. Ja, das ist der Blick zurück und unter dieser Felsnase, da stand ich gerade eben und habe nach oben fotografiert. Ja, ich bin jetzt mit meiner Runde fast fertig. Jetzt haben wir die Felsen hier nochmal im Sonnenlicht und nicht im Gegenlicht wie heute Morgen. Ach, die Ruinen eines offenbar kleinen Schlosses hier. Oh, da müssen wir ja gleich nochmal reingucken und auch gleich dahin die Aussicht nochmal genießen. Und drinnen. Es ist gleich 9 Uhr und ich bin auf meinem Pfad zum Mont Gros. Hier geht es erstmal wieder runter, aber es soll gleich steil bergan gehen. Und ihr seht, das Tal ist komplett in den Wolken verschwunden. Und die Berggipfel liegen auch noch so ein bisschen in den Wolken, aber die oberen lösen sich jetzt gleich auf. Und dann hoffe ich, dass ich ja nicht in der heißen Sonne, aber im angenehmen Temperaturbereich wandern kann. Ich habe heute wieder eine schwarze Tour vor mir, diesmal hin und zurück. Das heißt, ich weiß, das, was ich raufgehe, muss ich auch wieder runtergehen. Das heißt, ich werde an jedem Punkt entscheiden, ob das für mich okay ist oder nicht. Denn wenn man alleine ist, finde ich, ist das immer noch ja, so ein bisschen kritische Sache, weil du keinen fragen kannst und dir auch keiner hilft auf der Tour. Mal sehen, was mich heute erwartet. So, hier haben wir eine kleine Bachquelle gefunden, die hier aus diesem dunklen Loch kommt und so ein kleines Rinnsal bildet, wo ich jetzt allerdings tatsächlich Bedenken hätte, mir Wasser zu holen. Gucken, wo es hier weitergeht. Oh. Ah ja, hier kann man auch von der anderen Seite raufkrabbeln. Also Leute, hier geht's hoch.
aber eigentlich ist es mein Ding. Ich weiß nur nicht, was die Leute mit Wanderstöcken hier machen. Gott sei Dank gibt es ja immer wieder so nette Wurzeln, an denen man sich festhalten und hochhangeln kann. Mal gucken, wie es hier runtergehen wird. Unten ist noch alles im Nebel. Kamera aus. Jetzt habe ich gedacht, ich hätte die Kamera angehabt, wie ich diesen schmalen Sims hier hochgekrabbelt bin. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das geklappt hat. Aber dann muss ich ja gleich noch mal runter, kann ich ja noch mal anmachen. Und hier geht es jetzt runter weiter. Also so 460 Höhenmeter hört sich immer so wenig an, aber man ist hier echt voll am Schnaufen. Also 460 Höhenmeter hoch, das gleiche natürlich auch nochmal wieder runter. Ich bin tatsächlich krass auf einem von diesen Hümpeln auf knapp 1200 Meter. Und von hier her kann man das Felsgewirr richtig gut sehen. Ich gehe da vorne gleich nochmal an die Spitze. Das ist schon cool, wenn man hier so oben auf so einem Boppen ist. Total beeindruckend. Nur nicht zu nah an den Rand gehen und abrutschen auf den Steinen hier. Dann geht's richtig ab. Kein Halten mehr. So, ich habe mir jetzt hier auch mal wieder einen Weg ausgesucht, den ich nicht beschrieben kenne jetzt aus dem Reiseführer, weil ich nicht den gleichen Weg zurückgehen wollte. Und es geht massiv steil bergab. Aber wem wundert's, ich bin ja auch massiv steil bergauf gestiegen. Obwohl hier scheint es jetzt. Ja, da geht's längs. Okay. Ach. Ich dachte, ich steige jetzt hier komplett in dem Tal ab.
Tue ich aber nicht. Ah ja, das sieht ja jetzt mal ganz gut aus. Oh, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt hier mich... Obwohl, da drüben geht es auch gleich wieder runter. Also es hilft nichts. Ich muss irgendwie ins Tal. Und es bleibt abzuwarten, an welcher Stelle. Oh, sowas liebe ich auch immer ganz besonders. Wenn das hier so abgeht. Das heißt, du rutscht ab und bist unten weg. Super. Wir lieben das. So, ein bisschen nehme ich euch jetzt noch auf diesem Abstieg mit. Den Wurzeln sei Dank, dass man sich hier immer irgendwo noch mal ein bisschen festhalten kann. Und es ist auch moderater als der Aufstieg heute Morgen durch diese Felsen. Also zwar steil, aber es geht. Eben war noch mal so eine schöne Kluft mit Abrutschpotenzial, aber das haben wir gut gemeistert. Oder ich. Ach, ich vergesse immer, dass meine Hunde nicht dabei sind. Die hätten hier ihren Spaß mit ihrem Allradantrieb. Ich glaube, die hätten überhaupt kein Problem. Höchstens mal, naja, da könnte ich sie auf dem Feld setzen. Da können die schon laufen, so größere Stufen. Ach, guck mal. Ich hatte dieses Weiße gesehen und habe gedacht, ach, da kommt irgendwie ein breiterer Weg. Pustekuchen. So, Kamera mal aus, zwischendurch wieder. Es klappert und ich denke, was ist das denn? Da sind da ganz oben auf dem Hügel ein paar Steinböcke und gucken mich an und denken, was macht die Alte da unten? Wie cool ist das denn? Leider im Gegenlicht verschwinden die jetzt. Schon wieder am Schnaufen. Ich bin eben hier diesen Flussabhang runter. Steil und musste wieder hoch. Weil mein Weg geht hier weiter. Und der Wegweiser ist weggespült. Den habe ich unten am Flussbett gefunden. Oh. Und sehr versteckt hier. Und hier liegt der Baum so drüber. Wer soll das ahnen? Also, das hier ist gefühlt ein Pfad, der wenig begangen wird. Also, ach, guck mal hier. Das ist so eine Höhle. Da unten ist ein nasser Stein, glaube ich. Ich höre auch keine Leute mehr. So, auf der anderen Talseite, da liegt der höchste Berg, da steigen die heute alle rauf. Und die unterhalten sich tierisch laut und das schallt natürlich von den Bergen weg. Und jetzt bin ich gerade hier im Windschatten eines weiteren großen Felsens. Ah, jetzt kommen wir an die frische Luft hier. Mal gucken. Oh, es gibt ein paar mehr Wolken als vorhin. Aber wenn man dann so rauskommt aus dem Gebüsch, dann hat man wieder mega Aussicht. Das ist einfach cool. Ja, und da unten gehst du ein Tal, da war ich erst reingestiegen. Sollte ich aber nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo hier der Weg weitergeht. Gehen wir mal einfach hier übers Plateau und suchen. Da ist auf jeden Fall ein kleines Steinmännchen. Also, ich hatte jetzt gefühlt bestimmt eine Stunde die Kamera nicht an, weil ich nur auf Stein, also so... Wenn ihr euch das Gestein hier angeguckt, auf solchem Gestein bin ich steil bergauf und bergab gekrabbelt. Jo. Und jetzt hoffe ich, dass ich
einfach mal ein bisschen gemütlich hier am Flussbett wandern kann. Oh, hier ist es auf jeden Fall schön schattig. Oh. Also meine Leistungsgrenze habe ich erreicht. Und ich weiß aber, dass ich noch auf einen Pass rauf muss wieder. Und auch dieses ganz steile Stück, was ich heute Morgen raufgekrabbelt bin, das muss ich wieder runterkrabbeln. Super. Oh. Aber ich habe es mir ja selbst ausgesucht. Ich wollte ja nicht den gleichen Weg wieder zurück. Dann wäre ich jetzt schon am Auto. Und dieser Weg, den ich eben hier gekraxelt bin, der war insofern so krass, weil ich dachte, es geht einfach runter in dieses Tal und dieses Tal wieder rauf. Aber es ging nochmal komplett einen Berg wieder hoch und wieder runter. Also, meinen Sport habe ich heute gehabt. Aber ich wollte es ja nicht anders. Hier ist es auf jeden Fall schön, weil das so ein bisschen urwaldmäßig ist. Könnte auch auf Sumatra sein, da sieht es auch so aus zum Teil. Nochmal ein Blick zurück. Hier bin ich raufgekrabbelt und jetzt eben auch runtergekrabbelt. So. Und hier geht es jetzt gleich noch weiter. Also runter ist ja nicht so anstrengend von der Lunge und fürs Herz, aber für die Beine ist es anstrengend, weil man immer so abfedern muss. Und hier ist es leider auch, ich bin ja auf diesem glatten Stein vorhin runtergegangen. Da war es relativ trittfest, solange das Profil hält. Aber hier sind zu viele Schottersteine. Und das ist nicht so lustig. Ja, ich nehme mal diesen Weg, der sieht besser aus. Die ganzen Wurzeln und Stämme sind schon ganz glatt angefasst, weil die Leute sich hier alle so abstützen und dran festhalten. Und ich bin auch wirklich tatsächlich ein bisschen froh, weil meine Beine schon müde sind. Und dann ist man auch nicht mehr so ganz trittsicher. Dann achtet man nicht mehr so genau auf die Stufen, wo man hintritt. Und da sind eigentlich vermeintlich einfache Stellen. Auf einmal dann doch nicht mehr so einfach, weil da ein rutschiges Steinchen drunter war. Ein Blick hoch in die Felsen und es ist hier wie in den Tropen. Morgens immer Nebel, der steigt dann auf, da geht es übrigens wieder schön runter und dann so ab 2 Uhr fängt es an zu gewittern und seht ihr, dahin, da geht schon voll der Schauer runter und ich hoffe, dass die Felsen jetzt hier noch ein bisschen was abhalten. Das war gestern auch so, ich war gerade um 4 zu Hause, da hat es da total gegossen. Und am Freitag, wie ich angekommen bin, da war das ganz genauso. So, drückt die Daumen, dass ich trocken ins Auto komme.